Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt von diesem Video. Ich wollte mal wieder vloggen und zwar diesmal zum Thema Zeitarbeit und Leistungsgedanke. Ja, dieser Leistungsgedanke, der wird ja immer so in den Vordergrund gestellt, besonders von so Personen wie Westerwelle, überhaupt der ganzen neoliberalen Clique. Man soll mehr leisten, Leistung soll sich wieder lohnen. Ne? Ja, und deswegen hat man dann natürlich auch die Zeitarbeit eingeführt, wo völlig das Gegenteil der Fall ist. Ein Zeitarbeiter muss im Regel mehr leisten, wenn man es im Gesamten sieht, auf jeden Fall, als die entsprechend festangestellten Arbeiter in einer Firma. Er muss flexibler sein, er kann sein Leben nicht planen, er kann sich im Prinzip auf nichts verlassen, er kann jederzeit woanders hingerufen werden, muss sich dann umstellen, muss sich auf diese und jene Arbeit umstellen. Ja, er muss halt eigentlich mehr leisten als der ganz normale Arbeiter. Hat vielleicht für manche auch Vorteile. Manche denken auch, ah ja, das ist abwechslungsreich. Ich nehme diese Herausforderung an. Weil es gibt ja diesen Leistungsgedanken, Leistung muss sich wieder lohnen. Ja, Pustekuchen. Lohnt sich nicht. Man bekommt viel weniger bezahlt, nicht nur vom Stundenlohn. Es gibt überhaupt gar keine Zusatzleistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, vom 13. Monatsgehalt. Ganz zu schweigen. Es widerspricht also völlig dem Leistungsgedanken. Und auch der Gedanke, was damals der Clement gesagt hat, der die Zeitarbeit ja eingeführt hat, angeblich weil das hier in Holland so toll funktioniert. Er hat sich aber gar nicht angeschaut, wie das in Holland funktioniert. Dass es zum Beispiel da Gesetze gibt, dass nach bestimmten Fristen man übernommen werden muss. Ja. Das gab es sogar anfangs mal ganz kurz in Deutschland. Hat man dann wieder abgeschafft. Weil bei der Zeitarbeit, wie sie hier in Deutschland eingeführt worden ist, geht es eigentlich nur darum, ja, den Reichen wieder noch mehr Geld zu beschaffen in ihrer eigenen Tasche auf Kosten der Arbeitnehmer. Das ist der Gedanke dahinter. Dem guten Herrn Clement ging es dabei wahrscheinlich auch hauptsächlich oder ausschließlich, denke ich mal, um seine persönliche Bereicherung. Er sitzt da jetzt auch im Vorstand von entsprechenden Zeitarbeitsfirmen und streicht sich da schön das Geld ein. Na? Ja. Also wenn ihr den Leistungsgedanken wirklich ernst nehmt, hier unsere super tolle Regierung, verbietet die Zeitarbeit oder schafft Bedingungen, dass für Zeitarbeit mehr bezahlt werden muss als für die entsprechend normale Arbeit. Das wär's. Ja, ist diesmal ein etwas kürzerer Vlog. Ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Videos noch weiterhin einen schönen Tag. Ah ja, und falls mein jetziger Arbeitgeber zuschaut, kriegt er natürlich auch einen Gruß. Irgendwie habe ich hier so ein Jucken im Gesicht auf einmal. Ich weiß nicht, ich muss erstmal aufhören mit dem Video.